Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, Marcel, wie war das in der, was war es, 93. Minute? Unbeschreiblich. Also ich glaube, das war mit das geilste Tor von Emotionen, was ich so in einem Spiel geschossen habe. Und natürlich ist es nicht gegen irgendwen passiert, sondern gegen den Verein in Deutschland. Ich glaube, nicht viele haben uns überhaupt hier eine theoretische Chance gegeben. Umso schöner ist, dass wir diese minimale Chance genutzt haben. Ich denke aber trotzdem am Ende des Tages, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass wir nicht unverdient weitergekommen sind, ja. Dass wir immer wieder Phasen im Spiel hatten, wo wir gut Fußball gespielt haben, auch den Druck nicht zu groß haben werden lassen, kaum klare Torschüsse zugelassen haben, aus der zweiten Reihe ein, zwei Dinger, ja. Und dann brauchst du natürlich auch das Quäntchen Glück, dass du die Sachen, die aufs Tor kommen, auch verteidigst. Das ist uns gelungen und das Spiel an sich geil. Ab der 17. Minute musste man eigentlich denken, das Spiel ist vorbei. Oder habt ihr das nicht getan? Wir haben von vornherein gesprochen, dass solche Momente eventuell im Spiel aufkommen können. Das ist ja klar. Man hat auch die unfassbare Qualität gesehen. Bis dahin war, glaube ich, gar nichts. Dann hat man einmal vor dem 16er zu viel Platz gelassen und dann ist der Ball schon drin. Ja. Das haben wir danach eigentlich nicht mehr gemacht. Zu viel Platz gelassen. Richtig. Ja. Und trotzdem auch danach, die Antwort war gut. Körpersprache war da, Kopf oben. Wir haben uns getraut, Fußball zu spielen. Und ich glaube, das war auch ein Stück weit der Schlüssel zum Erfolg. Weil wenn du nur die Bälle lang Haus, dann wird der Druck irgendwann zu groß und das haben wir besprochen und gut umgesetzt. Ja. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, ihr wächst, der Widerstand wächst sozusagen mit von Minute zu Minute, denn ab irgendwann war der Druck ja doch enorm, ab Mitte der zweiten Halbzeit ging es ja nur noch in eine Richtung fast und da habt ihr alles reingeschmissen. Ne? Auf jeden Fall, wie gesagt, also richtig klare Torchance, glaube ich, von Müller, wo Stani und ich den Ball dann zusammen klären, das ist ein Ding, ja, aber sonst nur Schüsse aus der zweiten Reihe. Das spricht eigentlich schon dafür, dass wir sehr, sehr gut verteidigt haben und alles reingehauen haben. Und am Ende sind wir halt dafür belohnt worden, dass er einen Konter setzt. Ist klar, dass Bayern natürlich dann auch ein Stück weit hoch steht. Wir haben die Spieler, die in die Tiefe gehen können und sind einfach froh, dass es geklappt hat. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Wunderbares Spiel. Dankeschön. Mann des Tages für mich. So, Tim, ich weiß nicht, ob du die Story vom 6:1, 77 kennst. Hast du vielleicht mal drüber gelesen? Ich habe vieles gehört davon. Und jetzt habt ihr wieder so ein Ding gemacht. Kannst du mir das erklären, wie das funktioniert hat? Nee. Kann sich. Wir sind einfach eine geile Truppe, geile Typen. Also das ist Wahnsinn. Jetzt war es ja so, ihr habt nach 17 Minuten habt ihr zurückgelegen. Hast du gedacht, das Spiel ist vorbei? Nee. Vorbei nicht, aber es war schwer. Also es war ein harter Kampf, aber ja, wir haben den Kampf angenommen und es ist umso geiler am Ende, dass wir es hier Geschichte geschrieben haben. Ja. Ist das vom Manuel? Das ist von Manuel. Wahnsinn. Jetzt mal ehrlich gesagt, ist der Manuel auch ein bisschen da so ein Idol für dich? Ja, klar. Also, war schon immer mein Idol. Also Manuel Neuer, Oliver Kahn, die beiden so waren immer die, wo ich mir viel versucht habe abzuschauen. Ja. Und es war halt auch einfach geil, halt gegen so jemanden zu spielen, also im Spielertunnel neben so jemanden zu stehen. Also das war schon verrückt. Also, aber das ist schon echt geil. Ja. Also, was ist denn in dir passiert, als das 2:1 auf einmal fiel? Keine Ahnung. Also das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so, irgendwie kommt dann alles hoch und irgendwie denkst du dann so, Alter, ist das gerade Realität? Das ist so unreal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das, ja, das ist einfach Wahnsinn. Ja. Also, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich auch noch 3-4 Tage brauchen, um das zu realisieren bekomme, aber keine Ahnung. Geil. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Pokalhit 1. FC Saarbrücken gegen Bayern München. Spielstand 2:1 vor 15.903 begeisterten Zuschauern. Wir gucken auf das Spiel mit den beiden Trainern. Thomas Tuchel, herzlich willkommen. Und Rüdiger Ziel, servus, hier oben, wie immer traditionell, der Gast, das erste Wort. Herr Tuchel, wie kann man erklären, dass so eine Niederlage am Schluss doch noch, ja, das Unmögliche doch noch wahr wird? Fußball. Glückwunsch an Saarbrücken, Glückwunsch an meinen Trainerkollegen, Glückwunsch zum Weiterkommen. Wir sind an der falschen Seite aus unserer Sicht der Pokalsensation. Wir wollten unbedingt nach Berlin und wir waren uns sicher, dass wir das dieses Jahr auch schaffen und müssen leider schon in der zweiten Runde dass die bittere Niederlage akzeptieren. Wir haben
keine gute erste Halbzeit gespielt, sind trotzdem in Führung gegangen, hatten trotzdem nach der Führung ein paar Umschaltmöglichkeiten, die wir nicht sauber zu Ende spielen, in denen wir das Spiel hätten früh entscheiden können. Dann haben wir durch schlechte Entscheidung selber Saarbrücken stark gemacht und auch ein paar Umstellungen. Natürlich nach der Verletzung von Mata de Ligt hat man uns angemerkt, dass uns Abstimmung fehlt und ein bisschen Rhythmus fehlt. Deshalb war das Halbzeitergebnis okay und gerecht und auch soweit kein Problem. Zweite Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt, die wir auch zeigen wollten. Angriffe wurden giftiger, wir haben noch offensiver gespielt, wir haben bessere Positionen gefunden, haben schneller gespielt, haben mehr Zweikämpfe gewonnen im Gegenpressing, haben eigentlich die komplette Halbzeit dann dominiert, das was wir auch von uns erwarten, haben uns Chancen rausgespielt, Halbchancen rausgespielt und Saarbrücken hat mit Glück und Geschick verteidigt. Uns ist nicht geglückt, das zweite Tor zu machen, wo wir genügend Möglichkeiten gehabt hätten. Ich glaube, wenn wir das zweite Tor machen, machen wir auch ein drittes und ein viertes. Und müssen natürlich dann ganz bitter mit, glaube ich, einzigen Torschuss in der zweiten Hälfte, ganz bitter die Niederlage akzeptieren. Nochmal Glückwunsch, das ist schwer für uns zu akzeptieren natürlich, weil damit ein Titel futsch ist und weil wir da mit aller Macht nach Berlin wollten. Das war unser Anspruch, dem sind wir nicht gerecht geworden, gemeinsam. Wir werden das gemeinsam jetzt auch verdauen und wir gewinnen gemeinsam, verlieren gemeinsam und werden uns dann wieder aufrappeln, auch wenn es heute sehr schwer fällt. Ja, vielen Dank, Thomas Tuchel. Rüdiger, du hast gestern von einer 1%-Chance geredet. Das sah heute irgendwie mehr aus als 1%. Ja, ich glaube, erste Halbzeit war das wirklich sehr, sehr ordentlicher Auftritt von meiner Mannschaft, wo wir auch im Ballbesitz einfach Phasen hatten zumindest, wo wir ein bisschen nach vorne spielen konnten und Kollege hat es gesagt, dass wir da ein gerechtes 1-1 hatten, wo wir, glaube ich, auch vorher schon ein Tor machen könnten. In zweiter Halbzeit war es einfach sehr, sehr viel verteidigen, sehr, sehr ja, intensiv, sehr viel laufen, was man einfach auch gemerkt hat. Wir mussten dann auch immer wieder frische Kräfte einwechseln und ich glaube, es war einfach eine Willensleistung dann, dass wir wirklich mit der letzten Aktion noch ein Tor machen konnten. Am Ende sehr glücklich, aber das wussten wir, dass wir viel laufen müssen, dass wir im Grunde sehr viel verteidigen müssen, dass wir einen Gegner brauchen, der vielleicht jetzt erste 45 Minuten nicht auf 100% gespielt hat und dass wir dann am Ende sehr viel Glück brauchen, um hier zu gewinnen. Das kam dann heute alles zusammen, deswegen diese 1% haben wir dann getroffen und sind einfach sehr, sehr happy gegen eine absolut überragende Top-Mannschaft hier zu gewinnen. Und ich glaube, alle, die hier im Stadion waren, ein Riesenerlebnis, muss man einfach so sagen, dass wir als Drittligist gegen Bayern München gewinnen konnten. Deswegen heute ist Feiern angesagt, haben sich die Jungs einfach verdient. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an die beiden Trainer für die Eingangsstatements. Kommen wir gerne zu den Fragen. Hier ist ein Mikrofon. Zwei Fragen. Herr Tuchel, gibt es schon eine Diagnose oder eine Information zu Mathis de Ligt? Und die zweite Frage, können Sie uns vielleicht in Ihre Gedanken mitnehmen, wie Sie auf die Verletzung dann reagiert haben, was der Gedanke dann war, Konrad Leimer zu bringen und Joe Kimmich nach hinten zu ziehen? Ja, das war, glaube ich, der einzige Spieler, der in seinem, da einfach noch überhaupt jemals Innenverteidiger gespielt hat, war Joe. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit eine Dreierkette gespielt, weil es den Charakteren ein bisschen mehr entgegenkommt und mit einer Dreierkette dann mit einem Drei und mit einem Sechser im Grunde mit vier Spielern den Spielaufbau gemacht und angegriffen und auch verteidigt und waren dann extrem offensiv in der zweiten Hälfte, auch personell. Mata ist, wir haben es ja gesehen, verletzt raus nach einer Grätsche, es hat sich wieder am gleichen Knie die Kapsel verletzt. Wir hoffen, dass nichts Strukturelles ist, sprich kein Band betroffen ist, aber wir können es im Moment nicht sagen. Wir hoffen, dass es so ist. Es ist extrem schmerzhaft und es ist die gleiche Kapsel am gleichen Knie. Ja, noch eine Frage an Herrn Tuchel. Gibt es vor dem Spiel gegen Dortmund jetzt schon, können Sie uns da mitteilen, was Ihre Gedanken sind, wie Sie dann in der Defensive aufstellen wollen?
Nein, wir müssen abwarten, was die Diagnose morgen ist. Wir haben nur 2 Tage Zeit, um uns vorzubereiten, zu erholen, zu regenerieren. Das gilt natürlich auch dann für die Verletzung. Wir müssen schauen, ob Nus gesund wird, Nus Masraoui, ob Leon Goretzka spielen kann. Und dann so eine Lösung finden, um in Dortmund bestehen zu können. Rüdiger, du hast umgestellt im Vergleich zu den Spielen zuvor. Was war der Gedanke dahinter, zum Beispiel Brünker rauszulassen und Stehle dafür zu bringen? Es war, glaube ich, auch ein anderer Gegner als die Spiele zuvor. Kai Brünker war auch krank. Von daher war das ein logischer Wechsel, dass er nicht in der Startelf stehen kann, weil er eigentlich gar nicht trainiert hat. Und ich glaube, die Idee mit Simon Stehle einfach, der gutes Tempo hat, die Umschaltmomente zu nutzen, war jetzt nicht so viele Momente. Trotzdem hat er sich, glaube ich, gut reingeworfen, hat die Sache gut gemacht und ist auch immens viel gelaufen. Von daher hat er die Sache auch, wie alle anderen auch, sehr, sehr gut auch erledigt. Ja, 2 Fragen an Herrn Ziel. Erste Frage, 2020 ging es ja für den FC schon mal ins Halbfinale. Kommen da jetzt schon Erinnerungen hoch? Überlegt man schon, wie weit es jetzt diesmal gehen könnte? 2. Frage, in 2 Wochen steht das nächste Pokalspiel an gegen TuS Herrensohr. Was kann man jetzt aus so einem Spiel gegen FC Bayern gegen TuS Herrensohr mitnehmen? Ich habe überhaupt gar keine Gedanken an Halbfinale. Und am Ende haben wir gemerkt, ein haushoher Favorit kann gegen einen Underdog verlieren. Von daher sind wir gewarnt. Auch eine Frage an Rüdiger Ziel. Wie sieht es beim FCS aus, verletzungstechnisch? Das Büetin, gab es heute größere Blessuren? Es gab ja einige Krämpfe, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Am Ende, wir mussten so viel laufen, so viel investieren. Ich glaube, das war logisch, dass da die Kräfte einfach dann schwinden. Von daher gab es keine Verletzungen, sondern einfach auch aufgrund der Belastung dann auch diese Wechsel. Ja, kannst du noch sagen, wie der Plan jetzt ist? Also ich habe eben mitgekriegt, morgen wäre dann kein Training mehr freiwillig. Am Freitag müsst ihr dann wahrscheinlich nach Sandhausen fahren. Am Samstag, wie geht es jetzt weiter da? Sind dann auch nur 2 Tage, die man füllen muss, oder? Genau, es sind 2 Tage. Ich glaube, die Mannschaft hat sich das verdient, auch heute ein bisschen zu feiern. Also wenn man das heute als Drittligist nicht erlaubt, als Trainer, dass sie heute feiern, also wird mich, glaube ich, jeder für verrückt erklären. Von daher, die können heute feiern. Morgen ist freiwillig Training, freiwillig auch Pflege. Und so wie es auch in der Vergangenheit war, wenn wir das freiwillig angesetzt haben, waren, glaube ich, alle da. Von daher werden die sich dann auch einfinden. Und wir werden dann entsprechend am Freitag, auch morgen und auch Freitag alles dafür tun, dass wir regenerieren können, so was möglich ist. Dass wir dann am Samstag auch eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz haben, weil da geht es um 3 Punkte und die wollen wir auch in Sandhausen holen. Und bin da auch guter Dinge, dass wir diese Euphorie einfach auch nutzen können, nutzen müssen, auch nochmal ein sehr, sehr intensives Spiel dann auch am Samstag abzuliefern. Herr Tuchel, abgesehen von den Chancen, die am Schluss nicht gemacht wurden oder in der zweiten Halbzeit nicht gemacht wurden, was ist es, was Sie Ihrer Mannschaft vorwerfen können? Nix. Werfe ich nichts vor. Es ist nicht der Moment, Vorwürfe zu machen. Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und vor allem jetzt in so einer bitteren Niederlage, in so einem bitteren Abend, ist nicht der Moment, Vorwürfe zu machen. Und auf gar keinen Fall öffentlich. Also, aber wir haben auch in der Kabine bereits gesagt, es ist kein Zeitpunkt, um den Finger aufeinander zu zeigen. Kein Zeitpunkt, jetzt alles in Frage zu stellen. Wir kommen, glaube ich, aus einer Serie von 14 Spielen ohne Niederlage. Es war der denkbar schlechteste Zeitpunkt, weil es ein K.O.-Spiel war, diese Serie zu beenden. Es wird leider nicht unsere letzte Niederlage in unser aller Fußballerleben bleiben, auch wenn wir das gerne so hätten und wenn wir es alle hassen zu verlieren. Das ist heute eine bittere Pille, aber es funktioniert. Also es wird ganz sicher keine Vorwürfe und Schuldzuweisungen geben. Ja, dann sind keine Fragen mehr erkennbar. Kurzer Ausblick. Die Bayern haben jetzt ihr Kracherspiel gegen Dortmund vor der Brust. Wir spielen Samstag in Sandhausen. Ich wünsche beiden Mannschaften viel Erfolg dafür und Ihnen einen schönen Abend noch hier in Saarbrücken. Vielen Dank für Ihr Kommen und bis zum nächsten Mal. Danke.
Tschüss. Tschüss.